Vielleicht mache ich ein bisschen Werbung. Ja, das wäre auf jeden Fall schon nicht schlecht. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so gut jetzt aufgenommen wird, also im Leben nicht. Ich hätte einfach nur gedacht, dass ich schreibe cool oder ein Flame, aber nein, es ist ja gar nicht mal so schlecht. Also jetzt sucht man den mal. jungpascal@hotmail.de. Freundschaftsanfrage wurde verschickt. Alles klar. So, jetzt haben wir Pascal Jung in unserer Freundesliste. Ist ja immer nicht schlecht. So findet man neue Freunde auf jeden Fall. Der dritte. Aber ich hatte am Anfang noch viel mehrere, aber die wurden leider durch diesen Hackerangriff alle gelöscht. Aua! Boah. Ich glaube, wir müssen dann hinter denen bleiben, wenn wir dann vorstimmen, wenn wir endlich einen Heiler finden. Was bis jetzt ja noch nicht so gut aussieht. Alter, Alter, Alter. Ich glaube, ich gehe mal und queste weiter, bis wir ein... Ja, danke schön. Bis wir einen Heiler finden. Ja, ich denke, das machen wir mal. Das können wir ja eigentlich machen. Wir können uns ja hier so schön aus den Dungeon teleportieren. Oh, super. Nein, das Kampf ist jetzt nicht möglich. Während dem Kampf ist das nicht möglich. Oh Mann. Ja, warten wir dann gehen. Alter, diese Dreher und diese Ruckler und diese Scheiße. Na, ich denke, wir gehen mal so raus. Ich hoffe, das funktioniert. Aber so wie es aussieht, funktioniert hier überhaupt nichts mehr. Vor allem wegen den Rucklern. Und ja, das klappt. Ja, dann machen wir hier mal so lange ein bisschen weiter, weil das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange, hier nur rumzustehen und nichts zu tun. Das haben wir ja schon genug in dem Let's Play hier gemacht. Das wäre jetzt nicht nochmal. So, was müssen wir hier jetzt machen? Opfergaben. Irgendetwas und noch irgendetwas und noch irgendwas. Ich hoffe, bis zum Serverneustart bekommen wir einen Heiler. Naja, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Muss ich leider zugeben. Aber wir werden dann schon mitbekommen, was noch passieren wird. Ich nehme jetzt schon wieder 40 Minuten auf. Wir haben bis jetzt immer noch eigentlich überhaupt nichts erreicht. Aber, na, ist ja auch egal eigentlich. Dauert halt ein bisschen länger, dieses WoW-Let's Play hier. Könnte leider auch dazu bei einem MMO. Oder was ist leider? Es ist einfach so. Es könnte einfach dazu. Aber ich würde schon gerne mal die neue Inni sehen. Weil die umgebaute Inni neu ist sie ja nicht. Gab's ja schon mal. Naja. Er startet mal erstmal den Crabtop neu. Er wurde doch gekickt. Oder kann er ihn nochmal einladen hier? Das Becken war die stille Opfergabe. Und nun. Hä? Es geht. Geil. Alles klar. Haben wir jetzt schon mal die erste Quest wieder abgeschlossen. Satyrisches Opfer im 10 Stücke. Nochmal! Ach so, das war eine optionale Quest. Ja, das ist ja schön. Haben wir so umsonst gemacht. Naja, egal, wir mussten ja eh noch ein paar andere killen. Für die andere Quest da. Also passt es eigentlich schon. Ah, scheiß Nase, ey. Nase zu. Fail-Rechtschreibung. Langweilige Folgen. Heute ist alles aus diesem Fail-LP-Repertoire. Ja, genau, ich bin Engländer. Nein, aus diesem Fail-LP-Repertoire dabei. Das glaubt man gar nicht. Ist das die Quest? Ja, das ist die Quest. Nee, Quatsch. Hä? Nee, ist doch nicht. Passt schon alles. Nee, ich denke, das ist ein Boss, weil er irgendwie so komisch stand. Aber nein, das ist nur ein normaler Gegner. Was ich sehr beglücke. Oh Mann, jetzt machen wir das Let's Play doch bis 5 Uhr. Ich wollte noch ein anderes Projekt aufnehmen, was noch geheim ist. Ja, okay, eigentlich könnte ich sagen. Ich habe mir nämlich über den Steam Sale GTA San Andreas gekauft und würde es gerne Let's Playen.
weil wir auch GTA Vice City Let's Play haben. Und ja, ich denke mal, es passt dann schon so. Elones Dienstmaid. Hallo? Hä? Aufgabe anerkannt. Bin ich falsch? Nee. Ihr müsst 8 Melonen für dich zusammen und in. Ich raff das nicht. Wie alt bist du denn deine. Hä? Wie alt bist du denn, dass alle deine Stimme so toll finden? Alles klar, ja, können wir mal sagen. Ich bin fast 17. Ja, passt. Und selbst. Einfach mal ein bisschen die Leute kennenlernen und so. Und naja. Und mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Okay. Vielleicht müssen wir da draufklicken. Elones Dienstmaid. Ich habe keine Ahnung, wer oder was es ist. Und ich habe auch keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Satyrisches Opfer. Sorry, falscher Chat. The Walking Dead, gutes Spiel. Meint er das neue Walking Dead oder das, was wir zur Hälfte Let's Played haben, was aber noch 100% nicht weitergehen wird? Ich habe es schon wieder auf dem PC installiert. Nur ich habe noch keine Zeit gefunden, das weiterzumachen. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Das kann ich euch schon mal so mit versprechen. Aber wir sind ja jetzt gerade nicht bei The Walking Dead. Ja, okay. Das neue Spiel von The Walking Dead soll, glaube ich, nicht so gut sein. Ich habe es leider nicht. Sonst würde ich es gerne mal testen. Also übers Let's Play testen. Aber da es so schlechte Rezensionen bekommen hat, will ich es mir nicht kaufen. Weil ich glaube, bei Spieletipps Bewertung ist, glaube ich, auf 60. Und ja, ich will jetzt auf jeden Fall nochmal zurückgehen dahin und gucken, ob da diese Elones Dienstmaid, was auch immer ist. Und wenn nicht, dann muss ich mal schnell auf Buffett gehen. Moment, ich hab mein iPad hier, ich könnte sogar so machen. Wobei, nee, es dauert dann viel zu lange, dann stehe ich nur hier und. Ja, wobei, wir gucken jetzt einfach mal. Vielleicht ist es ja hier. Oh, alte Schrifttafel, ich glaube auch nicht hier. Na super, ist ja mal wieder eine geile Quest hier. Da haben wir sie abgeschlossen, aber können sie da nicht abgeben oder was? Ist ja super. Da ist noch eine Quest. Und ein Flugmeisterpunkt. Aber das ist total auf einer total anderen Ebene, wo wir vorhin waren. Was führt euch hierher? Ja, egal, wir können sie trotzdem mal annehmen. Oh klar. Wisst ihr was, dann machen wir erstmal die Quest und die machen wir dann nachher weiter. Weil da steht, wir müssen 8 Melonenfrucht finden. Aber wofür haben wir dann die Scheiße hier aufgehoben? Platziert 20 Satyre. Alter, was sind das für Namen? Satyrsäbel, genau, so sag ich ja auch immer. Auf Elunes Dienstmal in Sadri irgendwas. Wo ist denn dieses Sadri irgendwas? Da. Dann gehen wir da doch nochmal hin und gucken, was da los ist. Wobei. Was kann das sein, dass bei dem immer am selben Punkt der Ladebalken hängen bleibt? Keine Ahnung. Hatte das Problem noch nie. Also keine Ahnung, was er für Probleme hat mit seinem Laptop. Aber, ja super, solange er nicht reinkommt, können wir nicht weitermachen. Ah, da ist so ein komischer Stein. Ein rauchiger Stein. Bestimmt ist da unten irgendwie Lava oder so. Ihr seht euch um und sucht den Horizont nach etwas ab, das diesen Feldstein hier platziert haben könnte. Hallo? Nix? Vielleicht hat es Steine geregnet. Ja, okay, der war jetzt flach. Der wird zwar jetzt flach. So, ich soll 7 Stück Element 116 einsammeln. Ja, gut, das können wir machen. Ich glaube, an die Quest kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Also einfach nur Mobs killen war das. Die, aber ich weiß jetzt nicht mehr welche. Oder einfach nur einsammeln. Einsammeln wäre natürlich episch. Weil es geht immer so schnell. Ah, nee, ich hab keinen Bock auf dich. Lass mich in Ruhe. Das sind diese Eier beschützen. Da waren wir doch gerade, aber da waren keine Eier.
Vielleicht finden wir noch ein paar Eier. Da sind keine Eier. Da sind auch keine Eier. Oder liegen die schon drin? Nee, die liegen auch nicht drin. Boah, geh noch mal weg, du Köter. Die will nix. Scheiße, dass es hier keine Zombies gibt. Also Mobs-Zombie-mäßig. Oder gibt es hier Zombie-Mobs? Klar gibt es hier Zombie-Mobs. Ganz am Anfang da, wo man mit einem Zombie spielt. Da gibt es doch Zombie-Mobs, oder? Ich glaube es jedenfalls. So. Jetzt suchen wir uns mal hier... Also wir schauen uns hier mal ein bisschen nach diesen komischen Steinen um. Damit wir auch ein paar Quests hier gemacht haben. Ach, da unten ist noch eine Quest. Ah, da sind diese Steine. Die sind aber riesig. Der kennt man ja voll. Kriegt man ja von 2 Kilometern. Boah, jetzt fliegt mir so ein scheiß einäugiger Vogel hinterher. Das gibt's doch gar nicht. Ja, gut. Also, dieses Questgebiet finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt die eine Quest da außen vor lässt. Aber sonst finde ich es hier eigentlich gar nicht mal so schlimm. Jedenfalls wüsste ich jetzt nicht, was an diesem Gebiet hier nicht schön sein sollte oder nicht... mir nicht passen sollte. Und nochmal 3 Quests. Das ist ja super. Ah, den Heil haben wir immer noch nicht. Klasse. Da wollte ich mal eine Indie zeigen, aber es geht nicht. Geil. Also wenn ihr mir jetzt Vorwürfe macht, dass wir keine Indie machen können, dann kann ich ja nichts dafür. Dann weine ich. Dann beschwere ich mich bei Blizzard. Sollen sie sich noch mehr Leute holen, die das Spiel kaufen? Ein paar Werbeaktionen. Ich habe schon lange keine WoW-Werbung mehr im Internet oder an sich irgendwo gesehen. Früher gab es doch voll viel WoW-Werbung. Im Internet gab es ja immer was. Mit Chuck Norris, glaube ich, auch. Und mit diesem einen mit der komischen Frisur da. Wo irgendwo die Irokesengranate vorgestellt wurde. Genau, die Irokesengranate. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Weil damals habe ich noch nicht WoW gespielt, da kam diese Werbung immer. Damals wusste ich noch gar nicht, dass WoW überhaupt so ein Spiel ist, wie es ist eigentlich. Also MMO. Und ja, Irokesengranate und so. Wer weiß, was es ist, mich interessiert es. Also könnt ihr gerne mal schreiben. Ich könnte auch mal eigentlich googeln, aber ne, habe jetzt keinen Bock drauf. Und bis nachher vergesse ich es eh wieder. Oder wenn ich die Folge mal schaue, bei Zeiten... und es dann mir wieder einfällt, kann ich dann nochmal nachschauen, was es ist. Aber wenn ich es vergessen sollte, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren. So, dies können wir mal wegwerfen. Jetzt muss ich wieder Löschen eintippen. Super. Es nervt natürlich auch, wenn man da mal Löschen eingeben muss. Aber ist wenigstens besser, als dass du dann irgendein seltenes Ding zerstörst, was du eigentlich noch brauchen könntest oder gebraucht hättest. Das ist dann schon scheiße. Aber naja, die Aufnahme hat sich jetzt schon gelohnt. Wir haben einen und von in der Freundesliste und wir haben eine Ini gesehen, die wir nicht machen können, weil uns der Heiler fehlt, weil sein Laptop Schrott ist. Geil. Was sind das? Skorpionstecher müssen wir finden oder müssen wir einfach nur töten? Ich hoffe nicht, dass wir sie finden müssen, also aufheben müssen, weil das dauert immer eine halbe Ewigkeit. Hat man ja bei diesem komischen Fleisch da gesehen. Deswegen finde ich solche Quests auch eigentlich nervig. Ja, also super, müssen natürlich aufheben. Dann werfen wir diesen scheiß Stoff weg. Haben wir nicht wirklich viel davon aufgehoben. Wir haben extrem viele Questgegenstände, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Dann müssen wir mal nachher aussortieren. Und hier können wir wirklich nichts machen eigentlich. Also vielleicht, wahrscheinlich müssen wir hier irgendetwas reinlegen. Aber ein Wurm wahrscheinlich, ne? Fliegt 8-dornige Blutkelche. Schafft eine Besonderszeichnung. Vielleicht müssen wir das ja irgendwie da reinwerfen. Ne, glaube ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Glaube ich einfach nicht. Ah, das wäre so ein komischer Stein. Zum Glück ist sie davon nur 7 Stück aufsammeln. Nachher müssen wir auch mal skillen, also ich schau mal, was ich dann da skille. Jetzt nicht, weil da mir eh jetzt schon genug stehen geblieben sind und nicht weitergekommen sind. Das mache ich dann nachher mal. Auch wenn es jetzt extrem wichtig ist. Ach, ja, super. Alter. Ja, der rennt weg. Das ist super. Das finde ich echt super. Also,
Ich weiß, dass wir mich Gegner angreifen, obwohl ich sie nicht angreife. Bei Fiesta hat man das so gelöst, dass wenn du, glaube ich, 11 Level über dem Mob warst, dass er dich dann einfach nicht mehr angreift. Hier greift er dich ja eigentlich immer an, nur der Radius wird immer kleiner. Also wenn du zu einem Level 1er gehst, dann greift er nur noch in so einem kleinen Radius ein, der andere halt noch in so einem. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus seht, also wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Nee, also, ihr wisst ja, denke ich, schon, was ich meine. Au. Oh. Wolfsrudel. Warum die wenig HP? Egal, die stören uns jetzt nicht. Ich fall's noch nicht.